Wir sind heute hier bei der Kleinen Philharmonie und hier werden heute die Berliner Feuerwehrleute für ihre Aktion Berlin brennt ausgezeichnet und Sabine Mühlenberg mit ihrem Kinderhospiz, mit ihrem mobilen Kinderhospiz, also Palliativmedizin. Und die Berliner Feuerwehrleute werden für ihre Aktion Berlin brennt ausgezeichnet. Karl Eichler hat in seiner Aktion darauf aufmerksam gemacht, er ist 300 Kilometer insgesamt gelaufen und 90 Kilometer dann real von Frankfurt-Oder nach Berlin und ist dann auch irgendwann am Roten Rathaus angekommen, wurde natürlich jubelnd empfangen und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass in Berlin es desolate Zustände auf den Feuerwehrwachen gibt. Es gibt technische Probleme, große technische Probleme an den Fahrzeugen, an den Gebäuden und natürlich, wenn man als Feuerwehrmann im Jahr 7 freie Wochenenden hat und eine große Arbeitsbelastung, ist das auch nicht zu verachten. Jetzt haben wir hier Kai Eichler vor unserer Kamera und Kai Eichler hat einen Rekord aufgestellt und zwar damit Aufmerksamkeit geschaffen werden konnte auf die Aktion Berlin brennt und Sie sind erstmal am Bodensee jeden Tag 50 Kilometer gelaufen, ja? Ja, also ich habe versucht, 50 Kilometer täglich zu laufen innerhalb von 12 Tagen am Bodensee. Und dann die letzte Etappe bin ich dann wirklich reell von Frankfurt-Oder nach Berlin gelaufen. Ja, das waren nochmal ein bisschen über 90 Kilometer. Das waren 90 Kilometer und Sie hatten von Frankfurt-Oder nach Berlin auch schon einige Schwierigkeiten. Es gab große Blasen an den Füßen und das war nicht ganz einfach. Ja, diese Blasen sind nicht das Problem gewesen von dem eigentlichen Lauf an diesem Tag, sondern es war eigentlich von davor schon, weil ich ja natürlich dann schon weit über 300 Kilometer gelaufen bin in Immenstadt. Und die sind natürlich ganz verheilt gewesen und deswegen gab es ein paar Probleme, aber die konnte man einfach weglaufen, sage ich mal, und es war dann ganz gut zum Schluss. Sie haben ja dann einen Tag Pause gemacht und konnten sich dann so einigermaßen erholen dann, ja? Ja, also zwei Tage später war soweit gut. Also Kopf war wieder klar, Körper war auch klar. Also ich hätte wieder loslaufen können. Die Füße hatten auch gesagt gehabt, stopp, wir brauchen erstmal 14 Tage Erholung. Und Sie sind dann von Frankfurt-Oder, also nach Berlin, aber haben an den einzelnen Stationen ja noch, haben Sie eine kleine Zwischenstation eingelegt. Die Kollegen haben Sie empfangen. Manchmal auch mit der Feuerwehr und alles. Also Sie wurden in Köpenick, habe ich jetzt erstmal noch in Erinnerung, groß empfangen, ja. Also es wurde einmal in Fürstenwalde eine große Station, die Kameraden in Fürstenwalde. Also danke nochmal an die Kameraden, die mich da so empfangen haben und den ganzen Tross, die mich auch begleitet haben. Also konnten wir erst eine große Pause machen, Verpflegung, Essen etc. Und dann nochmal die nächste größere Pause war dann in Erkner. Die Kameraden da auch herzlichen Dank an die Kameraden, die mich da so unterstützt haben und uns alle unterstützt haben für den guten Zweck, für Berlin brennt e.V. Und dann sind Sie ja auch irgendwann vom Rathaus angekommen, ne? Ja, und dann bin ich unter Polizeischutz am Rathaus angekommen, weil es, wie gesagt, ja eine angemeldete Demo war. Das war schon emotional für mich eine relativ starke Sache. Wie sieht denn die aktuelle Situation der Berliner Berufsfeuerwehr aus? Was hat sich denn seitdem getan? Also meinen Kenntnis nach wurde viel versprochen, aber nur wenig gehalten bisher. Also es hat sich eigentlich relativ wenig getan. Man plant zwar, aber ich glaube, es ist einfach zu wenig, was bis jetzt passiert. Die Arbeitsbelastung der Feuerwehrmänner ist ja enorm hoch. Wenn man bedenkt, dass die Leute im Jahr nur 7 freie Wochenenden haben, ist das sehr wenig. Und die meisten wollen 12-Stunden-Schichten haben. Wurde das wenigstens schon mal geändert? Denn das hängt ja nicht so sehr am Geld. Also wie gesagt, ich kann jetzt speziell für die Kollegen hier in Berlin nicht sagen, was bis jetzt genau geändert worden ist. Es gibt mit Sicherheit Vorlieben von 12 Stunden, 24 Stunden etc. Aber da muss man sich einfach mal mit den Kollegen zusammensetzen, was wollen sie wirklich und eine Lösung finden, versuchen. Also was genau aber jetzt zurzeit Stand ist, da müssen sie wieder jemand anders fragen dann. Sie haben also mit Ihrer Aktion darauf aufmerksam machen können und wollen, dass Missstände herrschen, dass technische Probleme auf den Wachen existieren und deswegen haben Sie diese Aktion gestartet.
Ja, also es ging darum, also was ich kann relativ lange laufen und die Feuerwehr sind meine beiden Hobbys. Dann habe ich überlegt gehabt, okay, wie kann ich die Berliner Feuerwehr unterstützen, weil wie sie haben Personalprobleme, sie haben technische Probleme, das heißt extrem viel Arbeit, die Bezahlung ist auch nicht die beste. Und wie kann ich bitte darauf aufmerksam machen mit meinen beschränkten Mitteln? Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt laufe ich einfach mal so lange, wie ich kann und versuche da ein wenig Aufmerksamkeit auf die Kollegen und auf diese Probleme und auf den Verein Berlin Brennt e.V., die sich natürlich dafür einsetzen, zu lenken. Ja, dann danke ich Ihnen im doppelsten Sinne des Wortes. Dankeschön, bedanke mich auch. Ihr seid die Leute von Berlin, vom Verein Berlin Brennt. Was ist der Sinn und Zweck des Vereins? Ganz kurz. Ja, kurz gesagt, die Berliner Feuerwehr wieder in den Zustand versetzen, in dem sie vor ein paar Jahren schon mal war, nämlich eine gut funktionierende Behörde zu sein, die den Rettungsdienst und die Brandbekämpfung in dieser Stadt sicherstellen kann. Denn da gibt es zurzeit einige Mankos. Ihr habt Anfang des Jahres eine große Protestaktion in Berlin gemacht mit der Tonne vorm Rathaus. Berlin brennt. Der Innensenator Herr Geisel hat sich irgendwann auch kleinlaut mal gezeigt. Was hat sich denn seitdem geändert? Also erstmal kleine Korrektur, das war schon Anfang letzten Jahres. Ja, ist richtig, er hat sich gezeigt. Es kam dann zu relativ kurzen Verhandlungen zwischen Vertretern der Gewerkschaften, des Personalrats, der Behördenleitung der Berliner Feuerwehr und des Innensenators. Und da wurde eine Vereinbarung abgeschlossen, die aber, wie wir damals schon gesagt haben, einfach nicht ausreicht, um die Situation zu beheben, um die Misere, die Feuerwehr aus der Misere rauszuholen. Eine lächerliche Erhöhung der Feuerwehrzulage um 6 € im Monat, damit holt man keine Bewerber nach Berlin, wenn die woanders 400 oder 500 Euro mehr verdienen. Fakt ist, uns fehlt nach wie vor extrem Personal. Man hat inzwischen so ein bisschen umgebaut, so ein bisschen umgeschichtet. Man versucht sozusagen irgendwo ein Loch zu stopfen und reißt dabei an einer anderen Stelle eins auf. Bestes Beispiel ist, der Rettungsdienst ist jetzt ein bisschen besser mit Personal ausgestattet worden. Dafür sind jetzt die Löschfahrzeuge gemindert. Da sind also, naja, platt ausgedrückt nur noch die Fensterplätze besetzt. Es gibt doch auch Probleme mit den Schichten. Das heißt, die meisten Feuerwehrleute wünschen sich 24-Stunden-Dienste. Und dann habt ihr ja nur 7 freie Wochenenden im Jahr. Das ist doch, da kann sich doch kein Mensch richtig erholen. Ja, na, wir hatten früher 24-Stunden-Dienste. Es gab auch früher schon stark belastete Wachen, wo 12-Stunden-Dienst gefahren wurde. Aber es ist richtig, ein großer Teil der Kollegen wünscht sich explizit diese 24-Stunden-Dienste zurück. Ist zwar erstmal, klingt erstmal unlogisch, wenn man erstmal vermeintlich mehr arbeitet, aber man hat dazwischen größere Freiblöcke und mehr frei. Und wir haben eine Umfrage gemacht unter allen Berliner Feuerwehrleuten, also wurden alle angeschrieben, ich weiß nicht mehr, wie hoch die Beteiligung war, um die 50%. Und da haben sich 97% oder so gegen den reinen 12-Stunden-Dienst ausgesprochen. Im Moment ist die Belastung so hoch, dass es wirklich, da kann ich unseren Chef, den Landesbranddirektor, verstehen, schwierig ist, einen 24-Stunden-Dienst flächendeckend einzuführen. Das muss man auch vertreten können. Aber die Belastung muss halt runter und dafür brauchen wir Personal. Aber das Personal bekommt man eigentlich, wenn man, sagen wir mal, ich weiß jetzt, kenne ich das jetzt, was verdient denn ein ganz normaler kleiner Feuerwehrmann abzüglich der Krankenkasse? Ja, das ist natürlich wie überall so ein bisschen schwankend. Netto. Netto, ja, gerade netto ist ja schwankend. Ne? Der eine ist verheiratet, der andere nicht, der eine hat Kinder, der andere nicht. Ich sage jetzt mal pauschal, irgendwo zwischen 2.000 und 2.500 Euro. 2.500 Euro auf die Kralle, ja? So, ja, bis zu. Also es gibt auch welche, die sind dann schon länger dabei. Die haben dann auch schon eine oder andere Beförderung hinter sich. Und dann gibt es ja auch immer Probleme. Dann gibt es ja auch immer Probleme mit der Beförderung. Die ist ja auch sehr stotternd. Ja. Ich meine, da wurde man ja bei der Reichsbahn schneller befördert als bei euch. Ja, ist wahrscheinlich richtig. Zumindest die letzten 15, 20 Jahre war es wirklich so. Also es gibt tatsächlich immer noch Leute in der Behörde Berliner Feuerwehr, die seit 15 Jahren noch in ihrem Einstiegsamt sich befinden, also als Brandmeister angefangen, immer noch Brandmeister sind oder nach 20 Jahren noch Oberbrandmeister sind. Das ist so, da versucht man jetzt was gegen zu tun. Da hat sich auch wirklich, muss ich auch sagen, in den letzten Monaten ein wenig was getan. Das ist der richtige Weg, die richtige Richtung, aber reicht natürlich vorne und hinten nicht aus, denn wir brauchen letztendlich eine Situation, dass die Berliner Feuerwehr so attraktiv ist, dass die Bewerber uns, auf Deutsch gesagt, die Bude einrennen. Genau. Im Vorfeld habe ich gelesen, dass es euch Disziplinarmaßnahmen angedroht worden sein sollen, wenn ihr vors Rote Rathaus geht mit der Tonne
und wenn ja sozusagen den Bürgermeister auf den Pelz rückt. Ist das richtig? Ja, ist nicht ganz richtig. Die Disziplinarmaßnahmen, die bezogen sich auf das Tragen der Dienstuniform oder der Einsatzkleidung an der Tonne. Das war schon ein bisschen seltsam, denn bei der ersten Aktion mit der Tonne am Roten Rathaus im Frühjahr des letzten Jahres war das gang und gäbe und es hat nie einen interessiert. Als wir dann die Tonne im November erneut entzündet haben, war es auf einmal anscheinend ein Problem. Letztendlich muss man da nicht lange drüber reden und nicht lange drauf eingehen. Wir haben es anwaltlich prüfen lassen, das ist nicht haltbar. Und damit hat aber man hat es als Bedrohung mal in der Behörde mal versucht, ja? Natürlich, man kriegt halt auch, wenn man so einen Verein gründet und wenn man sich wirklich ehrlich engagiert und ehrlich auch den Kopf mal rausstreckt und sich mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit wagt, dann kriegt man halt auch ein bisschen Gegenwind. Ne? Und nicht alle sind lösungsorientiert. Es gibt halt auch Leute im Innensenat und in der Behörde. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Wie hat sich denn die Situation, die technische Situation auf den Feuerwachen verbessert? Denn es wurde ja zugesichert. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was da zugesichert wurden. Ich glaube 90 Löschfahrzeuge oder so, die sind, soweit ich weiß, bestellt. Es wurde dann immer gesagt, ja, die kriegt man halt nicht in einem oder zwei oder nicht in einem Jahr. Das ist klar, die sind nicht... Jahre. Ich habe immer gesagt, na doch, wenn man es richtig macht, dann würde man die auch schneller kriegen. Wir haben jetzt mehr Fahrzeuge bekommen. Unsere dann nochmalige Tonnenaktion, die von November bis Ende März diesen Jahres lief am Roten Rathaus und jeden Freitag stattgefunden hat, hat immerhin dafür gesorgt, dass die Berliner Feuerwehr im Nachtragshaushalt, der 2 Milliarden Volumen hat, wohlgemerkt, dann endlich doch mal vorkam. Die war am Anfang mit nicht einem Euro enthalten. Und so wurden dann immerhin mal 30 Millionen für neue Fahrzeuge locker gemacht. Auch das ein Schritt in die richtige Richtung, aber letztendlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Kollege Arndt Breitfeld hat vorgeführt, wie in der Feuerwehrwache Mitte das Tor nicht hochging und die Kollegen dann auch die Fahrzeuge umparken mussten. Das kostet Zeit und am Ende Menschenleben. Ist das jetzt repariert worden? Hat sich da was auch technisch, auch baulich auf den Wachen was getan? Also das kann ich zu dem konkreten Beispiel kann ich nicht sagen, ist mir nicht bekannt und insgesamt baulich auf den Wachen glaube ich nicht, dass da jetzt der große Sanierungswahn angefangen hat. Also das wäre mir neu, das wäre mir sicherlich zu Ohren gekommen. Man versucht natürlich immer als Behörde Berliner Feuerwehr irgendwie auch die Baulichkeit, die Gebäude und so weiter irgendwie in den Griff zu bekommen. Fakt ist, in den letzten Jahren wurde eher eingespart als Geld dafür ausgegeben und es sind teilweise wirklich unwürdige Zustände, in denen wir da Dienst machen und auch lange Dienst machen. Und die Forderung ist jetzt, ganz kurz noch auf den Punkt gebracht? Unsere Forderungen kann ich relativ kurz auf den Punkt bringen. Es sind eigentlich 4 Forderungen. Das eine ist, dass das Leitstellenabfragesystem dringend überprüft werden muss, beziehungsweise abgeschafft werden muss, weil es zu einer unnötig hohen Zahl an Fehleinsätzen führt. Das andere ist, dass die Beförderungssituation verbessert werden muss. Also es muss schneller und mehr befördert werden, um die Berliner Feuerwehr attraktiver zu machen. Dann sind wir für eine Erhöhung der Feuerwehrzulage nicht um 6 Euro, sondern eine deutliche Erhöhung, die also auch in der Lage und geeignet ist, Bewerber, vielleicht sogar ausgebildete Feuerwehrleute, die uns in den letzten Jahren alle verlassen haben, wieder zurückzuholen. Und schlussendlich wollen wir auch über den Dienstplan reden. Eine Frage, die wir vielleicht so nicht mit reinnehmen, aber ich stelle sie trotzdem. Wie sieht es aus mit Supervision und psychologischer Betreuung? Da ist die Berliner Feuerwehr, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Ich bin jetzt da kein Fachmann. Ich weiß aber, dass wir seit vielen Jahren ein Einsatznachsorgeteam haben, was teilweise aus der eigenen Mannschaft gebildet wird, wo Kollegen sich fortbilden, was aber auch psychologisch betreut wird. Das ist einfach so eine Geschichte, das macht man heutzutage. Das möchte sich keine Führungskraft irgendwo nachsagen lassen, dass es vernachlässigt wird. Aber das wäre ja Körperverletzung. Das mag sein, dass es so ist. Aber ich glaube, da habe ich zumindest jetzt im Moment nichts zu bemängeln. Vielen Dank und weiterhin toi toi toi. Vielen Dank. Sie Hall of Fame, was ist das eigentlich? Die Hall of Fame ist die Rekordverleihung und Ausstellungseröffnung, sage ich mal, jedes Jahr, die wir machen. Das fing 2008 an mit 2 Flaschen Bibabbelula-Wein. Da habe ich gesagt, ich möchte auch mal eine Ausstellung machen. Und dann hat die Galerie gesagt, ja, mach das doch mal einfach. Nimm meine Galerie 3 Monate, was immer, was du machst. Malen kannst du ja nicht und Fotos machen kannst du auch nicht. Also was immer was ist, stell aus. So, dann habe ich also meine Musiksachen alle ein bisschen präsentiert aus meiner Privatsammlung. Und somit ist das Ganze jetzt praktisch im 8. Jahr gewachsen und Hall of Fame heißt ja auch eben Verleihung an Ehrengäste und somit haben wir gesagt, machen wir immer jedes Jahr zwischen 1 und 4 Platten, die wir in Gold rausgeben. Jetzt fragen sich Leute, ja, ist wahrscheinlich ein Dummy oder sowas, wie unser, der die Teens gegründet hat, Norman Ascot, die sagen auch, Ralf sind wahrscheinlich das Dummies und solche. Also, wir haben ja gesehen,
bei der Preisverleihung, bei der Würdigung wurden ja hier goldene Schallplatten überreicht. Das ist jetzt wirklich echt vergoldet, ja? Die sind echt vergoldet, ein ganz wahnsinniger Aufwand. Kommen auch nicht aus Deutschland, die werden für mich gemacht in Amerika, dauern fast bis 12 Wochen, bis ich sie zurück habe. Und in jeder Platte, die es hier von uns gibt, die wir verleihen oder die hier ausgestellt wird, sind auch die Original-Erstpressungen drin. Also wenn man sie abspielen würde, wäre auch der Ton drauf, original, wie er damals gewesen ist, und auch die Erstpressung, wie sie rausgekommen ist. Das ist ja aber die Matrize, ne? Die Sie da vergoldet haben, ne? Nein, die erste sind die Schallplatten, ne? Also so, die Matrize wäre auch noch machbar, aber die heute noch zu kriegen, stellen Sie mir vor, vom Backdraft von 91, es gibt nur eine Matrize, wo soll ich die herkriegen? Ja. Also Hall of Fame heißt, Sie engagieren sich für Künstler, das haben wir soweit verstanden. Genau. Jetzt haben Sie sich für Berlin brennt und für das Kinderhospiz engagiert. Sagen Sie mal was dazu. Ja, das ist auch so, wie man schon sagt, so eine dusselige Geschichte, wenn man nie darauf kommt, dass die Hall of Fame auch mal Platten, sag ich mal, im Sozialbereich verleiht, weil normal kriegen ja die Musiker die Platten. Aber durch das Gespräch, nun habe ich hier einen guten Draht zu Marcel und auch zu dem Armutsbeauftragten, und wir haben uns ja auch in der Jury beraten. Ich sage, weißt du, was wir mal machen? Das machen wir jetzt einfach. Jetzt geben wir eine Platte oder die CD raus. Passt jetzt auch mit der Feuerwehr, weil wir gesagt haben, wir haben den Soundtrack, habe ich bestellt. Hab den weggeschickt. Er kam auch zum Glück noch rechtzeitig. Also er kam tatsächlich erst letzte Woche, Donnerstag war er zurück. Eingerahmt, Plakette, ist auch alles eben gelasert. Kein Plastik oder irgendwas drin oder irgendwo aufgeklebt. Es ist alles tipptopp verarbeitet. Und das haben wir jetzt auch gerade so übergeben. Ja, dann bedanke ich mich für Ihr Engagement. Und wenn Sie können, bleiben Sie weiter dran. Ja, bleiben wir auch dran. Hier in der Philharmonie kann man einen Teil der Ausstellung besichtigen. Ein anderer Teil hängt bei Sennheiser. Wer Interesse hat, guckt sich das an. Und hier machen wir auch immer so ein bisschen Veranstaltungen mit den neuen Künstlern in der Philharmonie. Denn hier ist so ein bisschen der Hamburger Star Club wieder gespiegelt. Man hat hier die Platten von Bill Haley an der Wand signiert. Wir haben oben Nick Jagger signiert aus dem Hamburger Star Club von 1964. Ob das so oben Freddy ist und alles, es sind alles die Original-Covers. Es sind die Original-Bilder von 67 alle drin. Und wer da Lust und Laune hat, der guckt sich das einfach mal an. Also für den Musikfreak ist da überall was bei. Und auch im nächsten Jahr gibt es dann wieder was zum Angucken. Wir sind jetzt bei Marcel Kroll, der Leiter und Inhaber von der kleinen Philharmonie hier in der Schaperstraße 14. Und ich frage ihn jetzt ganz einfach mal, wie es dazu gekommen ist, dass er einmal im Jahr die Menschen auszeichnet, die sich für das Gemeinwohl hier in Berlin engagieren. Das liegt ganz einfach daran, dass die erste Inhaberin Wanda schon vor über 60 Jahren sich sozial engagiert hat. Sie war eine der Mitbegründerinnen der Berliner AIDS-Hilfe unter anderem, hat hier im Laden gekocht und Brote geschmiert für Menschen, denen es nicht so gut ging. Und dieses soziale Erbe wollte ich weiterführen und habe mir dann überlegt, wie mache ich das? Und mit wem mache ich das? Und dachte mir, die Menschen, die sich sozial engagieren, kommen immer zu kurz. Die erwähnen keiner. Die kommen übrigens auch in den Fernsehquoten zu kurz, wenn das ausgestrahlt wird. Das sind immer ganz miese Fernsehquoten, obwohl es ja jeden betrifft. Ja, das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, und man sieht auch heute, dass es halt doch noch eine Menge Menschen gibt oder immer mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Was ich sehr, sehr gut finde. Und die Quoten im Fernsehen, die kann ich nicht beeinflussen. Die Leute wollen halt mehr Tod und Mord sehen als Menschen, die sich sozial engagieren. Das bringt keine Quoten, ja. Das ist wohl wahr. Aber dir ist das egal und das ist auch gut so. Wie suchst du dir die Kandidaten aus, die dann nicht nur eine Würdigung, sondern auch eine Geldprämie erhalten? Also in diesem Jahr ist es Berlin brennt und und Amalie, das Kinderhospiz, die Palliativmedizin. Wie gehst du davor? Also ich habe zusammen mit dem ersten Preisträger, mit dem Thomas Devacroix, und der zweiten Preisträgerin, der Marion Mewes, haben wir eine Jury gebildet und überlegen uns das ganze Jahr ab heute oder nach heute,
wen wir als nächstes auszeichnen wollen. Das ist also eine Sache, die wir zu dritt entscheiden, damit es nicht nur einseitig wird oder jemand denkt, dass es nur eine Bevorzugung von einem gibt, der was gibt. Der Betrag, der zustande kommt, den kommt aber jetzt nicht dem Preisträger direkt zugute, sondern er entscheidet, für welches soziale Projekt er das weiter spendet. Und so war es ja auch in diesem Jahr. In diesem Jahr hat der Feuerwehrmann, es wurde insgesamt ein Scheck von 1.500 Euro überreicht, aber es gab von den anderen Beteiligten noch mehr Geld. Das wird gerecht in der Mitte geteilt. Und das war ja die Überraschung des heutigen Abends. Es gab heute mehrere Überraschungen, also mit denen ich nicht gerechnet hatte. Einmal war es ja der Bikeshop in Schöneberg, der nochmal 1.000 Euro reingehauen hat, einfach mal so. Denn von Privatpersonen kamen dann auch nochmal so ungefähr 200, 300, 400 Euro zustande. Und was ich jedes Jahr mache, die Hälfte von dem Gesamtumsatz des gesamten Tages, sprich bis heute Nacht um 3 Uhr, geht die Hälfte auch nochmal zusätzlich an den Sozialpreis. Und da kommt ein ganz schöner Betrag dieses Mal zustande.